Seit 1998 gibt es in Magdeburg die Arbeitsgruppen zur Entwicklung und Unterstützung der Gemeinwesenarbeit, kurz Arbeitsgruppen Gemeinwesenarbeit oder noch kürzer GWA genannt. Rund 350 bis 400 interessierte Magdeburger treffen sich regelmäßig und ehrenamtlich in je mittlerweile 20 Arbeitsgruppen. Vor allem geht es hier um die Verbesserung der Lebensqualität in den einzelnen Stadtteilen. Die GWA Altstadt feierte dieser Tage ihr 10-jähriges Bestehen. Die kleine Feier fand im Raum 009 der Volkshochschule in der Leibnizstraße statt, wo man auch eine kleine Ausstellung vorbereitet hatte. Eröffnet wurde sie von Bernd Rosenburg. Liebe GWA-Mitstreiter, liebe Gäste, begrüße Sie dann ganz, ganz herzlich zur Eröffnung unserer kleinen Ausstellung über 10 Jahre GWA Altstadt. Gleich zu Beginn erstmal besten Dank an die Volkshochschule, die uns diese räumliche Möglichkeit gegeben hat für diese kleine Ausstellung. Und ebenso danke ich ganz, ganz herzlich den Mitstreitern, die ganz, ganz aktiv über viele Stunden an der Auswahl, der Herstellung und der Zusammenstellung des Materials mitgewirkt haben, die wir also hier sehen. Auf 7 Bildtafeln wird das Wirken der GWA Altstadt der vergangenen 10 Jahre dargestellt, was natürlich nur bruchstückhaft möglich ist. Zu vielfältig waren die Aktivitäten. Naja, wir haben natürlich eine Vielzahl von Sachen gehabt, die man an uns herangetragen hat. Da waren unter anderem natürlich erstmal Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, indem wir die Punkte, die man uns mitteilen wollte, nicht nur in den Beratungen, sondern unter anderem auch in den Freiluftsprechstunden, unsere berühmte Banksprechstunde, durchgeführt wurden. Dort haben natürlich viele Bewohner, überwiegend der Altstadt, diese Möglichkeiten, ihre Probleme uns vorzutragen. Und wir bemühen uns natürlich dann in Verbindung mit den entsprechenden Ämtern oder Einrichtungen, diese Punkte dort zu klären. Wir haben große Objekte gehabt in der Stadt, die natürlich auch durch die Presse gegangen sind. Das war einmal natürlich deren Erhalt des Altstadtbalkons, wo ein Beginenhaus gebaut werden sollte. Den haben wir erhalten, die Bebauung ist vom Tisch. Wir haben also jetzt auch die Zusage der Stadt, dass Fördermittel beantragt sind, um diesen Bereich dort wieder schöner zu gestalten für alle Magdeburger, nicht nur für die Altstädter. Wir haben Punkte gehabt, die unter anderem auch dieses ganze Parkproblem in der Plankstraße dort mit gelöst haben. Und ein ganz, ganz großes Problem war natürlich auch die Trinkerwiese, das muss man ganz eindeutig sagen. Dort haben wir Teilerfolge erzielt, indem wir dort haben veranlassen können, dass man die Bänke umgestellt hat. Aber nach wie vor ist das Problem nicht endgültig geklärt, erweitert sich im Gegensatz noch um diesen Komplex des Klosters herum. Das macht uns immer noch Sorgen. Wir hoffen, dass wir auch dort zu einer positiven Lösung kommen. Ein positives Fazit zieht Bernd Rosenburg, was die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den Stadträten betrifft. Wenn wir Probleme haben und Sie dazu bitten, die Fragen zu klären bzw. bei uns auch zu erscheinen, um einmal die Sicht entgegenzunehmen, die die Bevölkerung hat, und zum anderen ihre Beweggründe, warum dieses oder jenes nicht geht, darzustellen, dann macht man das. Und ich hatte ja schon erwähnt, wir haben also viele positive Entscheidungen treffen können, und in der Gestalt ist die Zusammenarbeit mit den Ämtern schön und gut. Das kann man also eigentlich wirklich nur positiv so dokumentieren. Was die Zuordnung, der Stadträte angeht, muss man sagen, es sind einige dort aktiv vertreten, aber nicht alle. Eine sehr gute Zusammenarbeit hat es damals gegeben, als es um den Bau der Beginenhäuser oder besser Nichtbau ging. Dort sind wir von uns aus in die ganzen Fraktionen gegangen, haben dort entsprechende Unterstützung oder zum Teil auch Ablehnung erfahren. Aber dort zeigte sich also, dass die GWA zwischenzeitlich wirklich einen Namen hat, und wir sind glücklich, dass mehr oder weniger auch über den Stadtrat die Bedeutung der GWAs dort gesichert worden ist, dass wir als Stadt oder als Sprachrohr in den einzelnen Stadtteilen dann tatsächlich auch so gesehen werden, wie es sein sollte, A von der Bevölkerung und B natürlich auch vom Stadtrat. Ähnlich sieht das auch die CDU-Stadträtin Claudia Sütschik. Vielleicht als konkretes Beispiel für die Altstadt kann man vielleicht wirklich nochmal den Straßenumbau hier benennen, insbesondere im Zusammenhang mit der Plankstraße, die Errichtung des neuen Kreises und den umliegenden Straßen. Da hatten wir also seinerzeit einige
mit den Baumaßnahmen verbundenen Schwierigkeiten, was den Straßenverkehr anbelangt und insbesondere die Parkplatzsituation. Und die GWA Altstadt hat sich dieses Themas angenommen, hat hier Sitzungen durchgeführt mit den Bürgern vor Ort, die sehr gut auch frequentiert worden sind, und hatte die Verwaltung eingeladen, die dann auch versucht hat, mit den Bürgern gemeinsam Lösungen zu finden, insbesondere in der Übergangszeit. Und es waren noch einige Fragen offen, nachdem der Kreis oder die Arbeiten um den Kreisel herum abgeschlossen waren. Und ich sehe das auch so an, wie der Herr Rosenburg das schon eingangs sagte, dass das eigentlich jetzt auch zur Zufriedenstellung gelöst worden ist. Und insofern würde ich sagen, dass die Zusammenarbeit nicht nur des Stadtrates, auch der Verwaltung zusammen hier mit den Bürgern, mit der GWA doch sehr erfolgreich war in den letzten Jahren. Die kleine Ausstellung ist in der Volkshochschule noch bis zum 18. November außerhalb der Unterrichtsstunden zu besichtigen.